Hallo liebe Erdlinge, hallo liebe noch Nicht-Veganer. Am World Vegan Day am 1. November hat Greta Thunberg ein Video gepostet, wo es darum geht, wie schnell uns im Grunde genommen der Klimawandel einholt, wie schlimm es um die Umwelt bestellt ist. Und es wird auch gesagt, was wir dagegen tun können. This is not a drill. My name is Greta Thunberg. We are living in the beginning of a mass extinction. Our climate is breaking down. Children like me are giving up their education to protest. But we can still fix this. You can still fix this. To survive, we need to stop burning fossil fuels. Also in der Einleitung erklärt Greta uns, dass wir uns im größten Massensterben aller Zeiten befinden und dass das Klimasystem vor unseren Augen gerade zusammenbricht. Aber sie sagt, wir können noch etwas dagegen tun, du kannst noch etwas dagegen tun, nämlich wir müssen aufhören, fossile Energien zu verbrennen. But this alone will not be enough. Richtig, das allein wird nicht ausreichen. Die Frage ist, ob sie uns in diesem Video erzählen wird, was wir denn darüber hinaus noch tun könnten. Lots of solutions are talked about, but what about a solution that is right in front of us? I'll let my friend George explain. There is a magic machine that sucks carbon out of the air, costs very little, and builds itself. It's called a tree. A tree is an example of a natural climate solution. Mangroves, peat bogs, jungles, marshes, seabeds, kelp forests, swamps, coral reefs, they take carbon out of the air and lock it away. Nature is a tool we can use to repair our broken climate. These natural climate solutions could make a massive difference. Pretty cool, right? Also es wird erklärt, dass Bäume die magische Lösung sind, selbstverständlich. Die verwandeln nämlich CO2 in Holz. Das ist eine wunderbare Möglichkeit, um es aus der Atmosphäre zu ziehen und zu binden. Aber die große Quizfrage ist doch eigentlich, was müssen wir tun, um erstens zu verhindern, dass Wälder gebrandrodet werden und zweitens, wo schaffen wir Flächen, um Wälder wieder aufzuforsten? But only if we also leave fossil fuels in the ground. Here's the crazy part. Right now we are ignoring them. We spend 1,000 times more on global fossil fuel subsidies than on natural-based solutions. Natural climate solutions get just 2% of all the money used on tackling climate breakdown. This is your money. It is your taxes and your savings. Even more crazy, right now, when we need nature the most, we're destroying it faster than ever. Ja, unsere Steuergelder werden ausgegeben für die Subventionierung von fossilen Energien. Und das ist nicht gut, keine Frage. Aber unsere Steuergelder werden ebenso ausgegeben für die Subventionierung der Tierprodukteindustrie. Und die Tierprodukteindustrie ist für 80% der Rodungen weltweit verantwortlich. Warum sehen wir in diesem Video nur Häuser und Städte und bekommen suggeriert, dass die vielleicht der Grund für die Entwaldung wären? Up to 200 species are going extinct every single day. Dann spricht sie das Artensterben an. Und auch hier ist die Tierprodukteindustrie der Hauptfaktor. Aufgrund des Einsatzes von Pestiziden und aufgrund der Wildnisvernichtung. Much of the Arctic ice is gone. Ja, das arktische Eis schmilzt und der Grund dafür ist natürlich die globale Erwärmung und der Grund dafür wiederum ist die Emission von Treibhausgasen. Und die Tierprodukteindustrie ist der größte Emittent von Methan und Lachgas. Jetzt wird vom IPCC immer ein CO2-Äquivalent für Methan von 28 genannt. Das ist ein Durchschnittswert auf 100 Jahre. Jetzt muss man allerdings wissen, dass Methan in den ersten 9 bis 10 Jahren ein globales Erwärmungspotenzial von 120 hat und dann sich abbaut zu CO2 und dementsprechend ein Potenzial von Faktor 1 hat. Das heißt, auf 100 Jahre zu schauen, macht nicht viel Sinn, weil in den nächsten paar Jahren fallen die Kippelemente im Klimasystem. Und deswegen sage ich, auch hier ist die Tierprodukteindustrie der Hauptfaktor. Most of our wild animals have gone. Ja, die Wildtiere sterben. Wie bereits eben gesagt, ist die Tierprodukteindustrie auch dafür verantwortlich. Much of our soil has gone. Ja, auch unsere Böden werden zerstört, weil wir auf dem einen Teil der Welt die Nährstoffe aus dem Boden auslaugen und sie auf einem anderen Teil der Welt überdüngen mit Gülle.
Auch hier ist die Tierprodukteindustrie der Hauptverursacher. So what should we do? What should you do? Ja, also was sollten wir tun? Was solltest du tun? Das ist genau die richtige Frage. Das Problem ist nur, dass darauf in diesem Video keine Antwort gegeben wird. It's simple. We need to protect, restore and fund. Protect. Tropical forests are being cut down at the rate of 30 football pitches a minute. Where nature is doing something vital, we must protect it. Ja, es ist ziemlich einfach. Wir müssen einfach nur die Wälder schützen. Das ist ganz, ganz easy. Die Frage ist nur, wie mache ich das? Stelle ich mich so vor so einen Wald und sage, der wird jetzt nicht abgerodet? Oder sollte ich vielleicht mal hinterfragen, warum wird er abgerodet, wer verdient damit Geld und wo kommt das Geld her? Restore. Much of our planet has been damaged. But nature can regenerate. And we can help ecosystems bounce back. Ja, die Natur wurde zerstört und muss wiederhergestellt werden. Aber solange wir den Hauptgrund für diese Zerstörung nicht beenden, nämlich die Anlage von Nutztierweiden und Futtermittelplantagen, haben wir gar keinen Platz, um die Natur wiederherzustellen. Solange da Soja wächst, können wir da keine Bäume pflanzen, oder? Fund. We need to stop funding things that destroy nature and pay for things that help it. Okay, das ist der Moment in dem Video, wo wir der Beantwortung der Frage am nächsten kommen. George sagt, wir müssen aufhören, Dinge zu finanzieren, die die Natur zerstören, und wir müssen anfangen, Dinge zu finanzieren, die helfen können, die Natur wiederherzustellen. Ja, aber wenn wir nicht darüber reden, was diese Dinge sind, dann können wir auch nicht helfen. Es wäre doch schön, wenn gesagt würde, hört doch mal auf, Tierprodukte zu konsumieren, denn das ist der Hauptgrund für die Zerstörung von Natur. Und fangt doch mal an, pflanzliche Nahrung nachzufragen, weil das ist der Hauptgrund dafür, dass wir Flächen freigeben können, die wir dann aufforsten können. It is that simple. Protect, restore, fund. This can happen everywhere. Many people have already begun using natural climate solutions. We need to do it on a massive scale. You can be part of this. Vote for people who defend nature. Share this video. Talk about this. Ja, es ist wirklich sehr, sehr einfach. Wir müssen nur einfach aufhören, Tierprodukte zu konsumieren. Das sind die Dinge, die die Zerstörung unserer Natur finanzieren. Stattdessen wird uns jetzt empfohlen, wir sollen Politiker wählen, die eine gute Klima- und Umweltpolitik haben. Ja, kann man machen, alle 4 Jahre mal. Aber was ich esse, entscheide ich 3-mal am Tag. Darüber hinaus sollen wir jetzt dieses Video teilen und darüber reden. Was bringt das bitte, wenn die Leute alle denken, ja, wir müssen nur aus den fossilen Energien aussteigen. Aber da kann ich ja nichts für, ne? Da muss ja erstmal die Infrastruktur her. Ja, lasst uns doch mal darüber reden, was wir jetzt sofort tun können. Keine Tierprodukte mehr konsumieren. All around the world, there are amazing movements fighting for nature. Join them. Ja, schließ dich einer Bewegung an, die sich dem Schutz der Natur und der Rettung unserer Zukunft verschrieben hat. Wie zum Beispiel den Vegans for Future. Unser Ziel ist das Ende der industriellen Tierhaltung und somit das Ende der Vernichtung von Urwäldern und die Freisetzung von 75% der Agrarflächen weltweit, das ist eine Fläche so groß wie der afrikanische Kontinent, zur Wiederaufforstung. Dadurch können wir CO2-Senken schaffen, die uns die nötige Zeit verschaffen, um Infrastrukturen aufzubauen für die Energie- und Mobilitätswende. Everything counts. What you do counts. Genau, jedes bisschen zählt und das, was du tust, zählt. Und das Mindeste, was du tun kannst, ist der Boykott von Tierprodukten. Denn damit erhöhst du die Nachfrage nach einem Ernährungssystem, was wir unbedingt brauchen, um als Spezies zu überleben. In dem Buch von Jonathan Safran Foer, Wir sind das Klima, gibt es einen E-Mail-Austausch zwischen ihm und Jeff Anhang. Jeff Anhang ist einer der Co-Autoren der World Watch-Studie von 2009. Die hatten berechnet, dass 51% der Treibhausgasemissionen auf die Tierprodukteindustrie zurückzuführen sind. Und der schreibt hier, wahrscheinlich ist es unmöglich, den Klimawandel aufzuhalten, indem man auf fossile Brennstoffe verzichtet.
Nach einer Schätzung der Internationalen Energieagentur würde es mindestens 53 Billionen Dollar kosten und mindestens 20 Jahre dauern, die Infrastruktur für die dafür nötigen erneuerbaren Energien zu schaffen. Dann wäre es voraussichtlich zu spät. Tierprodukte durch Alternativen zu ersetzen, bietet dagegen die einmalige Chance, schnell Treibhausgasemissionen zu reduzieren und zugleich Land zur Verfügung zu stellen, auf dem Bäume schon bald überschüssiges CO2 aufnehmen könnten. Tierprodukte zu ersetzen ist also offenbar der einzige gangbare Weg, den Klimawandel aufzuhalten, ehe es zu spät ist. Vielleicht sollte sie das mal lesen. Schlussendlich frage ich mich, warum tanzt Greta immer um diesen riesengroßen Elefanten im Raum herum? Ich meine, wenn man sie direkt darauf anspricht, sagt sie, ja, ich lebe vegan aus ethischen und klimaschutztechnischen Gründen. Aber sie benennt den Veganismus nie als die effektivste und wichtigste Maßnahme, die ein jeder ergreifen kann, um das Klima zu schützen. Wird sie von der Tierprodukteindustrie bedroht oder wird sie gerade bezahlt, was ich mir nicht vorstellen kann? Oder hat sie Angst, dass Menschen nicht mehr demonstrieren gehen würden für Klimaschutz, wenn man ihnen sagt, was sie nicht mehr essen sollten? Ich meine, jeden Freitag zu streiken und auf die Straße zu gehen und zu sagen, wir wollen mehr Klimaschutz von den Politikern, ist eine super Sache. Aber das ist nur einmal die Woche. Was wir essen und womit wir durch die Nachfrage die Natur zerstören, das passiert dreimal am Tag. Warum spricht sie darüber nicht? Vielleicht habt ihr eine Ahnung. Schreibt es mir in die Kommentare und denkt mal drüber nach.